Die Busse und Straßenbahnen der städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau sind seit heute videoüberwacht. Damit soll das Sicherheitsempfinden von Fahrgästen und Mitarbeitern erhöht werden. Die Techniker waren in den vergangenen Tagen und Wochen damit beschäftigt, die Fahrzeuge mit der neuen Technik auszurüsten. Damit die neue Technik funktioniert, mussten die einzelnen Komponenten verkabelt werden. Pro Fahrzeug sind es je nach Typ 4 bis 8 Kameras und dazu kommt noch die Steuertechnik. Die Verkabelung ist für 2 Straßenbahnen, also eine Tatrabahn und eine Niederflurbahn, als Probefahrzeug und einen Gelenkbus abgeschlossen. Heute bzw. morgen werden wir damit fertig werden und gehen dann in den Probebetrieb. Also die Verkabelung ist schon sehr zeitintensiv gewesen, aber das ist bei den ersten Fahrzeugen normal. Die Techniker mussten beim Einbau der Videotechnik erst Erfahrungen sammeln. Somit wird die Nachrüstung aller weiteren Busse und Straßenbahnen deutlich schneller von der Hand gehen als noch bei den ersten Modellen. Na gut, es dauert am Anfang am längsten, aber ich denke mal, so ungefähr 3 Tage haben wir für die Bahn schon zugebracht. Das wird sich natürlich beschleunigen. Das sind ja Erfahrungswerte, was dann abgebaut wird, wieder zugebaut wird. Das geht dann schneller. Busse und Straßenbahnen mit Videoüberwachungstechnik nachzurüsten ist technisch gesehen kein Problem. Nur die Beschaffung ist nicht so einfach wie bei einem privaten PKW, wo man einfach im Internet eine Videokamera kauft und dann hinter die Sonnenblende klemmt. Naja, das ist so einfach nicht. Das ist natürlich der Auftragssumme hoch geschuldet. Es kostet ja auch viel Geld und wir haben das Thema nach VOL ausgeschrieben. Es gab Bieter und dann wurde der Zuschlag erteilt. Es gibt viele Bieter auf dem Markt, aber es gibt eben nur wenige, die es so richtig für uns passend und wirtschaftlich gemacht haben. Dann haben wir uns entschlossen, mit der Firma, die es getan hat, hier umzusetzen. Immerhin geht es hier um eine Summe von mehr als 300.000 Euro, die aber vom Freistaat Sachsen gefördert wird. Die Bilder, die die Kameras einfangen, werden nicht live zu sehen sein. Keiner muss also Angst haben, dass er bei seiner Straßenbahnfahrt im Internet oder im Fernsehen gezeigt wird. Nein, wir zeichnen die Bilder auf dem Rekorder und nach einer gewissen Zeit, also nach einer gewissen Stundenanzahl, wird das wieder überspielt und bei Vorkommnissen können wir die ganzen Aufzeichnungen zu dem Zeitpunkt uns extra speichern und die Kameras weiterlaufen lassen. Für die Nachrüstung der Fahrzeuge haben sich die Zwickauer Verkehrsbetriebe natürlich auch mit anderen Nahverkehrsunternehmen in Verbindung gesetzt und Erfahrungen ausgetauscht. Ja, im Vorfeld haben wir das natürlich gemacht. Bevor wir ausgeschrieben haben, haben wir uns erkundigt, wer denn sowas macht, unter welchen Aspekten, was man alles betrachten muss. Ist ja in solchen Fahrzeugen ist ja sowieso schon Riesentechnik drin. Dann kommt das ja noch dazu. Das haben wir schon gemacht mit anderen Verkehrsbetrieben, uns ausgetauscht. Und die eigentliche Ursachensetzung oder unser Pflichtbewusstsein hat uns eben dahin gebracht, dass wir aus Sicherheitsaspekten fahrgastfreundlich und sicher uns für die Kameraausrüstung entschieden haben. Zwischenfälle sollen künftig schneller aufgeklärt werden können. Dazu zählt auch Vandalismus in den Bussen und Bahnen. Damit soll auch die Polizei unterstützt werden. Es wird wohl so werden, dass wenn wir gewisse Vorfälle haben, dass die Polizei auf uns zukommt und wir die Zeiträume auslesen und dann mit dem entsprechenden zuständigen Personal, das darf also nur ein auserwähltes Personal auslesen, das ist auch festgelegt, das ist alles entsprechend der neuen Datenschutzgrundverordnung geregelt, er kriegt natürlich auch die Polizei die entsprechenden Unterlagen. Die umgerüsteten Fahrzeuge gehen nun in einen einmonatigen Probebetrieb, der bei erfolgreichem Verlauf in den Regelbetrieb übergeht.